bin ehrenamtlich tätig, weil es mir Freude macht, anderen Menschen ebenfalls Freude zu machen. Es befriedigt mich und es ist auch ein Stück Dankbarkeit, dass ich gesund bin und es tun kann. Freudige Gesichter im Zimmer 114. Die grünen Damen sind zu Besuch. Sie kümmern sich ehrenamtlich um Patienten in Krankenhäusern. Für sie ist es selbstverständlich zu helfen. Ich finde, das ist für eine grüne Dame schön zu erleben. Ich helfe einem Menschen in irgendeiner Form, nur durch Kleinigkeiten. Aber für den Patienten bedeuten sie sicherlich viel, viel mehr. Hier im Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart sind die grünen Damen bereits seit 30 Jahren unterwegs. Auch für die Ärzte und Schwestern ist die Arbeit der grünen Damen eine große Entlastung. Es gibt viele Patienten, die keine Angehörigen haben oder sehr, sehr wenig Besuch bekommen. Und auch das Pflegepersonal oder auch wir haben nicht die Zeit, uns da zum Patient ans Bett zu setzen und mit ihm Gespräche zu führen. Und dafür ist es sehr toll, dass die grünen Damen da sind und dass die das machen. Und da bekommt man auch sehr viel positive Rückmeldung von den Patienten. Jeden Morgen besprechen die grünen Damen die anstehenden Aufgaben des Tages und stimmen sich ab. Irmtraut Pulver-Frese ist die Sprecherin der grünen Damen in diesem Krankenhaus. Sie plant regelmäßig die Dienste ihrer Kolleginnen. Die grünen Damen sind da, wenn sie gebraucht werden und übernehmen Kleinigkeiten wie zum Beispiel Besorgungen. Außerdem kümmern sich die grünen Damen um die Menschen, hören ihnen zu und sind für sie da. Wissen Sie, sie sind manchmal mit ihren Nöten alleine und mit ihren Gedanken. Und da ist ein Gespräch, auch wenn Sie mal von Ihren trüben Gedanken sprechen können, die wären leichter, wenn Sie das jemandem mitteilen. Und manchmal geht es auch lockerer, einem Fremden was zu sagen. Auch für die Krankenhausbibliothek sind die grünen Damen verantwortlich. Außerdem arbeiten sie eng mit dem Pflegepersonal zusammen. Bei den grünen Damen wird Gemeinschaft großgeschrieben. Und so gibt es jeden Tag ein gemeinsames Mittagessen. Danach haben auch Sie endlich Feierabend. Bis zum nächsten Tag. Dann sind Sie wieder mit vollem Einsatz für Ihre Patienten da. Und sehen Sie in der nächsten Folge Menschen helfen bei der Freiwilligen Feuerwehr.